Hallo ihr Lieben, neben mir sitzt Marlene Sator, sie ist Senior Health Expert. Wir haben darüber geredet, wie man als Ärztin, als Arzt oder aber auch als Patientin, als Patient ein gutes Gespräch miteinander führt. Also ihr kennt das ja, man ist beim Arzt, man ist überfordert, ganz viele Informationen, kompliziert, man ist vielleicht angespannt. Und wie man in so einer Umgebung ein Gespräch führt, damit man möglichst viel mitnimmt und gesund bleibt oder gesund wird. Darüber haben wir gesprochen. Marlene hat auch erzählt, wie Ärztinnen und Ärzte bei Weiterbildungen gefilmt werden, mit Schauspielern, Patienten üben, wie man gut kommuniziert. Ist also super interessant und viel fürs eigene Leben zu mitnehmen. Hört mal rein. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man als Patient mit einer Ärztin redet oder als Ärztin mit einem Patienten. Ihr kennt das ja vielleicht, man geht zum Arzt, ist angespannt, nervös, redet über Dinge, man fragt nicht nach, vergisst die Hälfte und geht raus und denkt sich, ah, shit. Und um das zu vermeiden, reden wir heute mit Marlene Sator. Wir sind weder verwandt noch verschwägert, aber du hast trotzdem einen tollen Nachnamen. Liebe Marlene, kannst du dich zu Beginn mal kurz vorstellen, bitte? Danke, du hast auch einen tollen Nachnamen. ja, Marlene Sator, mein Name, und ich bin an der Gesundheit Österreich tätig, wo wir eben im Bereich der Verbesserung der Gesprächsqualität in der Krankenversorgung ja, diverse Maßnahmen und Projekte machen, wo es eben genau um dieses Thema geht, wie kann man die Gesprächsführung zwischen Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzten, aber auch anderen Gesundheitsberufen verbessern. Wie kann man das so gestalten, dass die Patienten das auch wirklich verstehen und umsetzen können, dass die Informationen, die sie im Gespräch hören, wir haben das Ganze eingebettet unter dieses Thema der Gesundheitskompetenz. Vielleicht kann ich danach ein bisschen was noch dazu erzählen. Gerne. Genau. Und ich bin sonst Psychotherapeutin auch noch. Genau, und beschäftige mich. Ich war viele Jahre auch in der Forschung zu diesem Thema, eben der Gesprächsqualität, wo wir eben mit unseren Videokameras gegangen sind und eben gefilmt haben, Arzt-Patient-Gespräche und das ganz, ganz genau dann eben transkribiert haben und uns angeschaut haben, wie funktioniert das so und was gibt es für Probleme und eben auch, wie kann man das besser machen. Und was habt ihr da festgestellt? Wer hat sich da filmen lassen? Haben die Patienten dann gesagt, ja, ist okay? Also natürlich mit Einverständnis, ja. Also da gibt es ja immer Ethikkommissionen, die sich das anschauen müssen und die Patienten werden natürlich auch vorher aufgeklärt und gefragt, ob ihnen das Recht ist. Und die sind ja dann auch nicht irgendwie veröffentlicht worden, sondern anonym ausgewertet worden. Nein, so genau, wie unser Gespräch jetzt, ja. Eben nicht. Und was habt ihr da festgestellt? Wo gab es da Verbesserungsbedarf in den Gesprächen? Ja, also es liegt nicht daran, dass die Ärztinnen und Ärzte nicht freundlich und nett sind und nicht irgendwie guten Willens wären. Also die meisten Ärztinnen und Ärzte wollen ja wirklich Informationen vermitteln und den Patienten helfen, gut. Aber was wir halt oft sehen ist, mittlerweile im Studium, die Medizinstudierenden lernen ja auch ärztliche Gesprächsführung mit Schauspielpatienten und das ist auch sehr gut so. Aber was wir halt sehen ist, dass es, wenn die Medizinstudierenden fertig sind und dann zum Beispiel ins Krankenhaus kommen und dort zu arbeiten beginnen, dass die halt dann dort erleben, okay, das ist eigentlich das, was ich da im Studium gelernt habe mit einer Schauspielpatientin und einer Psychologin, das hat da in der wirklichen Welt da draußen sozusagen überhaupt keinen Wert. Das wird nicht wertgeschätzt in dem Maß, da kommt es auf ganz andere Dinge an. Und insofern, das sehen wir einfach in Studien auch, dass die Qualität der Gesprächsführung und eben die Empathie auch, dass die leider Gottes abnimmt dann. Also wenn Medizinstudierende in diesen klinischen Abschnitt eintreten, dass die dann sehr viel leider Gottes von dem wieder verlieren. Ja, und das führt halt dazu, dass es einmal der Gesprächsbeginn schon einmal hapert, dass eigentlich gar nicht
wirklich herausgefunden wird, gemeinsam, was sind denn alles die Anliegen von diesem Patienten, also nämlich wirklich in der Summe, weshalb kommt dieser Patient, was, und oft ist es so, und das kennen wir jetzt aus der Patientenperspektive ja auch eben, dass ich oft zum Arzt gehe, zur Ärztin, und ich habe vielleicht 3-4 Dinge, die ich eigentlich gern besprechen will, und dann fängt man mit dem ersten an, und der zweite Punkt fällt mir dann erst an der, wenn ich schon beim Rausgehen an der Tür bin, ein. Also das ist dieses sogenannte Türklinkenphänomen. Und hat sogar einen Namen. Okay. Genau, das hat sogar einen Namen. Und eben, das kann man durch bestimmte Skills in der Gesprächsführung, indem ich den Anfang so gestalte, zum Beispiel, dass ich einfach schon mal alle Anliegen vom Patienten erfrage, kann ich das auch das Gespräch sehr viel effizienter gestalten. Oft ist es ein bisschen chaotisch, das Gespräch, und durcheinander, und es fehlt eigentlich so die Struktur. Und das ist auch so ein Punkt, der eigentlich ganz wichtig ist, dass ein Gespräch eine gute Struktur hat. Bleiben wir da mal aus Sicht der Ärztin, des Arztes. Also wichtig ist, Struktur zu geben, damit auch der Patient, die Patientin nicht verwirrt wird und dass die irgendwie das, was sie da jetzt herbringt, auch wirklich alles anbringt. Genau, ja. Die Struktur, also über das gesamte Gespräch, dass jedes Gespräch eigentlich einen roten Faden hat, und also dass ich das jetzt als Ärztin, als Arzt für mich im Kopf habe, diesen roten Faden, aber dass ich das auch meinem Gegenüber, dem Patienten, so transparent mache und das Gespräch strukturiere und sage, ich würde jetzt gern von Ihnen zuerst mal wissen, oder erzählen Sie mir mal ein bisschen was zu Ihren Beschwerden, und dann im nächsten Teil würde ich Sie gern untersuchen, und dann besprechen wir gemeinsam was sie haben und was sie dagegen tun können. Ja? Also wirklich das, wie in einem Buch, es gibt diese schöne Buchmetapher, wo es in jedem Buch gibt es auch ein Inhaltsverzeichnis, ja, wo man zunächst einmal sozusagen die Struktur von diesem Buch sieht, ja, mit Überschriften und Unterüberschriften, und erst dann kommt der Text. Und genauso ein Inhaltsverzeichnis sollte man eigentlich in jedem professionellen Gespräch machen, dass man eben Orientierung gibt dem anderen, weil sich die Patienten dann viel besser beteiligen können auch, weil sie einfach wissen, aha, okay, also das ist mein Anliegen, ja, da ist dann eh später noch Platz zum Beispiel. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass da Ärzte zuhören und sich denken, so, was soll ich noch alles machen? Ich habe 3 Minuten Zeit für die Person, und ist auch ein Thema, oder? Das ist natürlich ein großes Thema. Das ist auch was wir sehr oft hören. Und also gerade angesichts jetzt der aktuellen Personalsituation ist es natürlich ein Riesenthema. Und ganz klar, also es braucht auch Verbesserungen in den Rahmenbedingungen. Also wenn ich einfach zu wenig Zeit habe, und also wenn eigentlich keine Zeit, es gibt schon eine kritische Untergrenze, dann funktioniert einfach gute Gesprächsführung nicht. Also das muss man ganz klar sagen, und insofern ist da schon, sind die Gesundheitseinrichtungen, aber vor allen Dingen auch das Gesundheitssystem natürlich da auch gefordert, diese Rahmenbedingungen zu verbessern. Auf der anderen Seite muss man schon noch sagen, die Qualität von einem Gespräch, ob ein Gespräch gut oder nicht weniger gut ist, hängt nicht direkt davon ab, wie lang es ist. Also ich kann auch 15 Minuten Zeit haben, und es kann trotzdem ein schlechtes Gespräch sein. Und ich kann auch in 7 Minuten oder in 5 Minuten ein gutes Gespräch führen. Dazu sind aber eben bestimmte Skills notwendig, nämlich die Struktur, die Strukturierung, die hilft mir, dass ich eigentlich effizienter mit der wenigen Zeit, die ich habe, umgehe. Und ich muss natürlich mich fokussieren und bestimmte Dinge zum Beispiel aufs nächste Gespräch verschieben. Ja. Was ist sonst noch wichtig? Also wenn ich jetzt zum Beispiel dann denke an Arztbesuche, dann ist das manchmal auch so, dann kommt die Assistent rein und dann mal ein paar Sachen unterschreiben und dann mal kurz irgendwie, wo läutet das Telefon? Genau, also das wäre auch sowas, was wir so unter diesen Rahmenbedingungen oder dem Setting fassen. Also für einen ruhigen, eine ungestörte Gesprächsatmosphäre zu sorgen, das ist natürlich ganz was Zentrales. Und
Also eben, wenn wir jetzt denken an also je schwieriger das Gespräch wird, desto wichtiger und relevanter werden natürlich diese Dinge. Ja? Weil wenn man sich jetzt vorstellt, eben ich kriege jetzt eine Krebsdiagnose übermittelt oder sowas, und wenn das dann eben am Gang passiert oder da fünfmal irgendwelche Leute reinkommen oder das Telefon oder der Piepser läuten, dann ist es natürlich umso schlimmer. Ja? Also eben die ungestörte Gesprächsatmosphäre ist natürlich ein wichtiger Punkt. Was dann über das ganze Gespräch hinweg auch wichtig ist, ist einfach die Beziehung. Also es geht da einfach um ein Arbeitsbündnis herzustellen mit dem Patient, mit der Patientin und eben auch das Vertrauen vom Patienten zu gewinnen. Und das ist, also es wird manchmal so abgetan, so als, naja, das ist so lieb und nett sein sozusagen. Und das ist wichtig, darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, dass wir, und das wissen wir wirklich aus wissenschaftlichen Studien, dass Patienten dann bereit sind, wichtige medizinische Informationen, die jetzt für die Diagnose oder für die Therapie, für den Arzt ganz wichtig sind, auch zu teilen und mitzuteilen und zu offenbaren, wenn sie Vertrauen haben. Also die werden mehr medizinisch wichtige Informationen teilen, wenn sie dem Arzt vertrauen. Und das ist dann einfach auch eine Frage der Patientensicherheit. Also das heißt, und da gibt es auch viele Studien, die zeigen, dass es tatsächlich ein Sicherheitsrisiko ist, schlechte Gesprächsführung. Und dafür braucht man auch über das ganze Gespräch hinweg eigentlich eine gute Beziehung. Genau, und dann... Also wenn ich kurz noch nachfragen darf, also ein guter Arzt, das ist so wie beim Lehrer, der weiß nicht nur viel über Geschichte, sondern der hat auch ein Gespür, wie rede ich mit meinen SchülerInnen, wie hole ich die ab, wie kommuniziere ich das, sind die gerade ganz woanders. Also gehört nicht nur irgendwie ganz viel Wissen dazu, sondern ein menschliches Gespür, emotionale Fähigkeiten, soziale. Genau, absolut. Ein Gespür, menschliche, soziale Fähigkeiten, absolut. Und auch Skills, also das, was du jetzt ansprichst, eben Empathie zum Beispiel, das würde ich jetzt zur Unterhaltung fassen und das ist was natürlich extrem Wichtiges. Und es gibt zusätzlich noch Fertigkeiten, Skills, also genauso, und die kann man tatsächlich, und auch das zeigt uns die Forschung, die kann man lernen. Die kann man wirklich trainieren und das ist auch das, was wir tun, eben mit Schauspielpatienten, solche Skills, eben zum Beispiel, wie strukturiere ich ein Gespräch, das kann man tatsächlich lernen. Ja. Das heißt, ihr macht da auch Ausbildung für Ärztinnen und Ärzte? Genau. Und spielst das durch, so ein paar Szenarien? Genau, also wir, wie gesagt, ähnlich wie es im Medizinstudium tatsächlich jetzt schon über 15 Jahre gemacht wird, mit Schauspielpatientinnen, die eben auch dazu ausgebildet sind. Also die spielen dann bestimmte Patientenrollen und versetzen sich eben ganz in die Rolle hinein und spielen das dann und geben dann unmittelbar dem Arzt oder der Ärztin Feedback, wie sie das jetzt in dieser Rolle als Patientin erlebt haben und was sie vielleicht anders gebraucht hätten. Ja? Also die könnte dann zum Beispiel rückmelden, ja, das war jetzt verwirrend für mich, jetzt habe ich mich nicht ausgekannt, oder ich hätte eigentlich noch das oder jenes sagen wollen und ich habe jetzt nicht gewusst, wo kann ich das jetzt eigentlich einbringen oder unterbringen, oder es war mir zu schnell, ich bin jetzt da eigentlich nicht mitgekommen, sie haben jetzt so viele Informationen auf einmal, das ist eben was wir sehr häufig auch sehen, weil du vorher gefragt hast, was sind so häufige Fehler zum Beispiel. Das ist eben in der Informationsvermittlung und das kennen wir auch alle, dass man halt dann oft da sitzt und dann wird man mit Informationen überflutet und es ist eigentlich viel zu viel und ich kann das alles gar nicht aufnehmen. Und da ist was ganz Wichtiges, es klingt so einfach, aber es ist eben gar nicht so leicht, Pausen zu machen, auch im Gespräch, damit der Patient nachfragen kann oder einfach auch verarbeiten kann. Und gibt es bei diesen Übungen mit SchauspielerInnen Dinge, die Ärztinnen und Ärzten häufig schwer fallen, wo sie sagen, okay, das ist etwas, was ich verbessern möchte noch, als jetzt die Strukturinformationsvermittlung?
Also es sind tatsächlich eh die Pausen häufig, das und eben, also wir nennen das Junk and Check, also dass ich, wenn ich Informationen, und das sind ja oft, je nachdem, was es für eine Erkrankung ist, aber Ärztinnen und Ärzte haben oft einfach viele komplexe Informationen zu vermitteln. Und das ist nicht trivial, wie ich das jemanden erkläre, der nicht vom Fach ist. Und das fällt vielen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also Ärztinnen und Ärzten, schwer, das wirklich in kleine Häppchen zu teilen, Informationen, und dann eine Pause zu machen und auch das Verständnis zu überprüfen und zu schauen, ist das jetzt verstanden worden, wie hat der andere das verstanden, und ja, eben, also ein ganz ein zentraler Punkt, wo Ärztinnen und Ärzte auch oft das als sehr hilfreich erleben, eben mit Schauspielpatienten das zu üben und da Feedback zu kriegen, ist, also wir sagen immer, es geht darum, eigentlich die zwei Perspektiven zu verbinden. Also es gibt die medizinisch-fachliche Perspektive, also wo ich eben anhand der Diagnose oder anhand von Untersuchungen zu einer Diagnose komme beispielsweise, was jetzt zu tun ist für eine Behandlung und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es die Patientenperspektive, ja, und die unterscheidet sich davon. Also das sind vielleicht Alltagsdinge, also das heißt die Frage, ja, wie soll ich denn jetzt diese Empfehlung umsetzen, dass ich in meiner Ernährung auf das und das achte, oder wie kann ich denn das tun jetzt in meinem Alltag, weil ich gehe jeden Tag in die Kantine und oder meine Frau kocht so und so, also wie kann ich das umsetzen? Also das ist wirklich so diese Lebensweltperspektive, oder ja, ich habe in meinem Wohnhaus Stiegen und keinen Lift, und also meine Lebensweltperspektive, wie kann ich das umsetzen, die Empfehlungen, die ich kriege, oder auch was habe ich für Bedenken oder Sorgen, also oft ist es so, dass ich das Patienten, wenn sie ein Medikament verschrieben kriegen und dann eigentlich schon Bedenken haben im Gespräch und sich denken, na, das mache ich sicher nicht, weil das, also jetzt, ich sage jetzt nochmal Statine, Cholesterinsenker, na, das habe ich schon mal gehabt, das weiß ich, da wäre ich so müde davon, da kriege ich irgendwie Muskelschmerzen, das nehme ich sicher nicht. Und das aber dann oft eben nicht teilen im Gespräch und das dann einfach nicht umsetzen. Und es kommt dann vielleicht irgendwann einmal raus, dass das, vielleicht holen sie sich's aus der Apotheke oder auch nicht, aber im Endeffekt, halten sie sich nicht an die Empfehlungen. Und da ging es halt darum, sozusagen, dass diese Patientenperspektive, also auch die Gedanken, die Sorgen, die Bedenken und so weiter, auch wirklich zur Sprache kommen können, dass man das gemeinsam bespricht. Und da ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man keine so Hierarchie hat, dass man das Gefühl hat, man ist so wie bei der Prüfung, oh je, die Ernährung habe ich wieder nicht angepasst und dann schäme ich mich ein bisschen dafür und der redet da streng und dann sage ich, ja, werde ich machen, und dann gehe ich heim und sage, ja, so ein bisschen wie man das aus der Schule kennt. Genau, da muss man eigentlich sozusagen, also wir haben noch ein relativ paternalistisches Verhältnis, Beziehungsmodell bei uns, und eigentlich sollte man da mehr in Richtung eines partnerschaftlichen Beziehungsmodells, also wo es wirklich darum geht, okay, natürlich ist es eine Asymmetrie, weil das Fachwissen, liegt natürlich beim Arzt, bei der Ärztin, aber die Patientinnen und Patienten sind ja auch Expertinnen für sich und ihren Körper und ihre Lebenswelt und wie sie das eben umsetzen können, integrieren können oder eben, was sie sicher nicht machen werden aus bestimmten Gründen. Also eigentlich ist es schon ein Gespräch zwischen zwei Experten. Und ich meine, was wir auch wissen, mittlerweile die allermeisten konsultierenden Herrn Dr. Google. Das heißt, es gibt ein Vorwissen. Also es ist naiv zu glauben oder auch sich, also man kann sich darüber aufregen, dass es so ist, oder man kann es beklagen, aber es ist einfach ein Faktum, dass wenn ich jetzt einen Blutbefund nach Hause geschickt kriege und da ist irgendwas markiert,
dann google ich einmal und dann kommt natürlich die ganze Latte an, was das alles sein kann. Das heißt, ich habe immer schon ein gewisses Vorwissen, wenn ich zum Arzt komme. Hat man immer Krebs, wenn man googelt. Genau, genau. Hoffentlich dann nicht. Ja. Und habt ihr Erfahrungen, wie das denn ist? Weil ich kann mir vorstellen, okay, man lernt es beim Medizinstudium, dann ist man 10 Jahre in der Praxis, man merkt so, okay, es wird nicht gesehen, geschätzt, andere Dinge sind wichtig. Dann kommt man mal wieder zu euch und merkt so, okay, das kann ich besser machen. Man sitzt da ja oft in seinem Kämmerlein, es schaut keiner zu und man ist so, also wie kann man das integrieren, die Dinge, die man da lernt, damit man das wirklich dann nachhaltig umsetzt, das Arzt, das Ärztin? Also es haben schon viele ein diffuses Gefühl, dass sie irgendwie unzufrieden sind, weil das ja für mich selber jetzt als Ärztin oder Arzt letztlich dann auch unbefriedigend ist. Und das ist auch was, was wir einfach wissen aus der Forschung, dass das auch für die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen was Zentrales ist. Ja? Und das ist sogar eher, also oft ist so das Bedenken, naja, wenn man sich zu sehr da involviert und engagiert, dann geht man ins Burnout. Und da will ich mich sozusagen davor schützen. Was uns die Forschung zeigt, weist in die andere Richtung, nämlich dass eben empathische, patientenzentrierte Gesprächsführung eher ein Schutzfaktor ist, dass ich eben eine höhere Arbeitszufriedenheit habe und dass mich das auch schützt vor einer Überforderung und Überlastung und gegebenenfalls wirklich Burnout. Ja, drehen wir den Spieß mal um, weil es ja nicht nur darum geht, wie jetzt die Ärztin oder der Arzt sich verhält, sondern auch, was der Patient, die Patientin macht, tut, vorbereitet, fragt, sich traut oder nicht. Kannst du mal sagen, was ist da, also jetzt nehmen wir ein Beispiel her, man geht jetzt zum Onkologen, ganz ein schwieriges Gespräch, man kriegt eine Diagnose und man fürchtet sich total davor. Man ist sehr angespannt und dann sitzt da ein Arzt, eine Ärztin im weißen Kittel und man will eigentlich gar nicht hören, was der jetzt sagt. Wie geht man so in ein Gespräch? Wie kann man das gut machen? Was da zu beachten? Also eben jetzt in dieser Beispielsituation, wo es wirklich um eine sehr schwierige Diagnose geht, ist es zum Beispiel absolut zu empfehlen, sich zu überlegen, ob man eine Person des Vertrauens mitnehmen möchte zum Gespräch, einen Angehörigen zum Beispiel, weil man einfach dann selber in der Situation oft ja überfordert ist und dann so, also sich dann auch gar nicht alles merken kann, was der Arzt einem sagt, und insofern es hilfreich ist, wenn da jemand Zweiter ist, der vielleicht für einen Notizen macht und auch oder auch im Gespräch nochmal Fragen stellen kann, weil ich im Moment einfach überfordert bin. Ja? Also das ist sicher was man sich überlegen kann. Kann man das immer tun, einfach mitnehmen? In den meisten Fällen, also und gerade in solchen Situationen ist das absolut auch üblich. Genau, ja. Ein anderer Punkt, das, was wir vorher gesagt haben, wie gesagt, es ist völlig klar, dass fast alle von uns das tun in der Zwischenzeit, dass sie googeln. Aber da ist es eben wichtig, auch, und das ist ein großes Problem, jetzt auch unabhängig von der onkologischen Situation, aber generell, also die WHO hat das als einer der größten Gesundheitsrisiken tatsächlich formuliert und eben gesagt, okay, da muss man was tun, dass es ganz viel Desinformation im Internet oder auf Social Media gibt. Und das ist eben das, wo man eigentlich Gesundheitskompetenz braucht. Also die Fähigkeit, das Wissen und die Motivation, dass ich die für mich relevanten Gesundheitsinformationen, dass ich die finde, dass ich die verstehe und dass ich sie anwenden kann und dann auch auf dieser Basis Entscheidungen eben gemeinsam mit Arzt, Ärztin beispielsweise treffen zu können. Und wie gesagt, es ist nicht so einfach mittlerweile in dem Dschungel an Informationen, die es im Internet gibt, so wie du vorher gesagt hast, also wenn ich google, dann kommt sofort einmal raus, dass ich Krebs habe.
sich da zurechtzufinden. Und da ist zum Beispiel, haben wir von der österreichischen Plattform Gesundheitskompetenz, die da eben in den verschiedenen Bereichen, in allen Bereichen, die wir jetzt auch angesprochen haben, Maßnahmen setzt und Vernetzungsarbeit auch leistet und Beratungsarbeit leistet und Tools zur Verfügung stellt. Da haben wir zum Beispiel eine Checkliste auch für gute Gesundheitsinformationen. Also die kann man sich auf unserer Website oepgk.at auch runterladen unter dem Schwerpunkt gute Gesundheitsinformation. Und das ist eben wirklich für Patientinnen und Patienten eine Checkliste, wo ich, wenn ich im Internet irgendwelche Informationen finde, auch schauen kann, ist das verlässlich, ist das verständlich, sind da Quellen angegeben zum Beispiel, ist das ausgewogen, wird da auch sowohl Nutzen als auch mögliche Schaden, Nebenwirkungen kommuniziert? Oder ist das eben vielleicht Werbeinformation von irgendeiner Firma? Sind da irgendwelche Interessen dahinter? Ist das wissenschaftlich fundiert? Und diese Checkliste zum Beispiel ist was man benutzen kann, um eben zu beurteilen, sind Informationen, die ich im Internet finde, kann ich mich auf die verlassen? Ja? Ja, und weil du vorhin so gesagt hast, diese paternalistische Gesprächsführung oder so, der große Arzt und der kleine Patient, der sich nichts fragen traut, also diese Kompetenz kann man auch erwerben, indem man sich traut, Dinge zu fragen. Und das ist dann eben auch eine Frage, wie geht der Arzt, die Ärzte mit mir um und gibt einem das Gefühl so, er ist so gescheit und ich bin ganz blöd und ich soll jetzt gefälligst seine schlauen Empfehlungen umsetzen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ein Wirt, zu dem ich gern gehe, hat mir mal gesagt, wie ich über mein zu hohes Cholesterin geredet habe, da Chips kannst essen, was du willst, weil da ist kein tierisches Fett drin und darum wurscht. Ja. Und ich habe mir gedacht, cool, weil ich liebe Chips. Aber ich bin dann ein bisschen gegoogelt und habe mich nicht auskennt und habe mir dann auch getraut, meinen Arzt zu fragen, stimmt das eigentlich? Und kann man, er hat gesagt, nein, ist ein Blödsinn, stimmt nicht. Aber gut zu wissen, ich traue eher meinen Arzt als meinem Wirten. Ja. Aber einfach so ein bisschen, was ja auch die Idee von Erklär mir die Welt ist, schlauen Menschen einfach Dinge zu fragen, die sich jeder fragt, aber die man sich oft nicht fragen traut. Also das ist auch wichtig, oder? Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst. Also eben, das ist das, was wir unter Empowerment von Patientinnen und Patienten verstehen. Also das ist, glaube ich, so auch eine Grundeinstellung, die ich jedem empfehlen würde, sozusagen wirklich die Gesundheit auch in die eigene Hand zu nehmen und der Verantwortung zu übernehmen und auch mit dieser Einstellung in ein Arztgespräch zu gehen. Und eben dazu gehört es auch, erstens einmal, dass ich mich vorbereite, dass ich mir im Vorfeld vielleicht Fragen überlege und mir wirklich überlege und auch notiere. Also ich habe mir das für mich irgendwann einmal gedacht, für jedes Gespräch im beruflichen Kontext bereite ich mich mehr oder weniger vor und mache mir vielleicht irgendwelche Stichpunkte. Und wenn es um meine eigene Gesundheit geht, gehe ich einfach hin und schaue, was da passiert. Das ist eigentlich komisch. Also eigentlich, und ich habe dann wirklich begonnen auch, und das ist auch, was wir allen Patientinnen und Patienten empfehlen würden, sich im Vorfeld wirklich eben, wie gesagt, Gedanken zu machen, sich Fragen zu überlegen, was will ich denn wissen, ja? Oder auch eben Vorbefunde zu sammeln, Medikamente, eine Medikamentenliste zu erstellen, vielleicht ein Symptomtagebuch zu führen und weiß ich nicht, zum Beispiel Kopfschmerzen auch wirklich zu dokumentieren, damit ich das dann auch dem Arzt erzählen kann, wann das genau ist und wann es wie stark ist, wann es schlimmer ist, wann es weniger schlimm ist und so weiter. Ja, und dann eben auch im Gespräch wirklich aktiv zu sein und also ich kann das eben als Patientin auch machen, dass ich zu Beginn des Gesprächs wirklich sage, was ist das Ziel in diesem Gespräch für mich, was sind meine Anliegen und dass ich dann eben meine Anliegen auch aktiv einbringe und dass ich die Fragen stelle, die wichtig sind für mich. Das ist ganz was Zentrales, ja. Und vielleicht auch die Offenheit oder der ehrliche Umgang mit gewissen Dingen, weil man kann auch zum Beispiel sagen, lieber Herr Doktor, ich weiß, dass das nicht gesund ist, aber ehrlicherweise
die drei Bier, die ich da dreimal die Woche trinke mit Freunden, das ist eine Therapie, wie man manchmal sagt, aber das werde ich nicht ändern. Schau mal, wie wir damit arbeiten. Oder verschreibt man das Medikament, und ich kenne das bei Bekannten, zum Beispiel bei Psychopharmaka, wird was verschrieben und dann aber eigentlich, ich weiß gar nicht, was das mit mir macht, aber ich bin auch überfordert, es ist stigmatisiert. Ehrlich zu sagen, ich habe Bedenken, das zu nehmen, oder ganz ehrlich, ich will das einfach nicht nehmen, wie arbeitet man weiter? Ja. Ganz genau, das ist eben auch was Wichtiges, das ist was, was häufig der Fall ist, und das hängt, wie wir vorher gesagt haben, mit diesem eben mit fehlendem Vertrauen dann zusammen, und da müssen beide Seiten was dafür tun, das ist immer ein Wechselspiel, dass ich dann einfach Informationen verheimliche, und das ist aber eigentlich sozusagen, sollte ich wirklich den Arzt, die Ärztin als meinen Partner, meine Partnerin sehen in Sachen, also in was meine Gesundheit betrifft. Also wirklich, es geht um eine Zusammenarbeit, und es bringt nichts, wenn ich das verheimliche. Es ist besser, wenn ich sozusagen die Karten da offen auf den Tisch lege und versuche, offen zu besprechen. Wie können wir damit tun? Ich habe da die und die Nebenwirkungen immer, oder ich habe Angst vor den und den Nebenwirkungen, und wirklich zu besprechen, einen mögliche alternative Wege auch. Und du hast mir im Vorfeld Unterlagen geschickt, und was ich, auf die Idee bin ich noch nie gekommen, fand ich aber toll. Also wenn man jetzt ein Gespräch hat, wo klar ist, man ist sehr aufgeregt, entweder man nimmt wen mit, oder gibt auch die Möglichkeit, dass man den Arzt oder die Ärztin fragt, ist es okay, dass ich einfach mein Smartphone mitlaufen lasse, damit ich mir das vielleicht nochmal in Ruhe anhören kann. Ja. Ist absolut eine Möglichkeit. Eben, wie gesagt, das ist natürlich wichtig, dass ich das frage, damit sich jetzt nicht der Arzt irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, aber also da gibt es auch Projekte, die das genauso empfehlen und auch getestet haben und schauen, was das bringt. Eben, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, jemanden mitzunehmen, dass ich es mir einfach aufzeichne und im Nachgang nochmal anhören kann. Und was ich auch toll fand in diesem Folder, etwas, was ich als Journalist immer probiert habe, wenn ich einen Artikel schreibe, kann ich es in eigenen Worten, ohne auf irgendwelche Unterlagen zu schauen, zusammenfassen, worum es da geht. Und wenn ich es nicht kann, dann muss ich es mir nochmal anschauen. Mhm. Und das geht da auch, sich selber zu überlegen oder im Gespräch nochmal, okay, das heißt jetzt, das ist das Problem und das ist die Option und die und Vor- und Nachteile. Ganz genau, das ist auch eine ganz, ganz hilfreiche Technik, die ich als Patientin, als Patient anwenden kann und die wir auch umgekehrt den Ärztinnen und Ärzten eben in unseren Trainings vermitteln. Das nennt sich Teachback, also das heißt, dass ich in eigenen Worten nochmal zusammenfasse, was ich verstanden habe. Ja? Und das ist einfach für beide eine ganz wertvolle Möglichkeit, weil der andere einfach sieht dann, okay, was ist angekommen. Also das ist ja in der Kommunikation immer das Schwierige, sozusagen. Es werden Informationen ausgetauscht, aber ich weiß nicht, was beim anderen jetzt wirklich, ich kann nicht in den Kopf hineinschauen, was ist da jetzt angekommen, wie hat der andere das verstanden. Und mit dieser Möglichkeit, mit diesem Teachback, also den anderen zusammenzufassen lassen in eigenen Worten, was er verstanden hat, das ist einfach eine ganz gute Möglichkeit, um das Verständnis nochmal sicherzustellen. Und das kann ich, wenn das mein Arzt nicht macht, kann ich das einfach von mir aus am Ende des Gesprächs, darf ich nochmal zusammenfassen, ich hätte das jetzt so verstanden. Mhm. Und das ist wirklich für beide hilfreich. Ja. Marlene, letzte Frage. Im Vorfeld hast du sowas Interessantes gesagt, nämlich dass Gesundheitskompetenz jetzt nicht heißt, dass man urviel Fachwissen hat, weil das kann man als Laie sowieso nicht durchschauen, sondern dass es eher darum geht, wie geht man mit Informationen um, wie bereitet man sich auf so ein Gespräch vor. Also dass man muss nicht so viel wissen, sondern eher wissen, wie man sich das dann holt oder richtig anzapft. Ganz genau. Also das ist oft ein Missverständnis, dass man glaubt, Gesundheitskompetenz würde bedeuten, eben ganz viel zu wissen, aber das ist Gesundheitswissen. Mhm. Aber Gesundheitskompetenz ist, so wie es das du jetzt gesagt hast, eigentlich eben das Wissen und die Fähigkeit und auch die Motivation, dass ich mir die Informationen, die für mich wichtig sind,
dass ich die finde, dass ich es verstehen kann und dass ich sie auch dass ich sie beurteilen kann, zum Beispiel, wie wir vorher gesagt haben, bei den Informationen im Internet, mhm. auf was kann ich mich da wirklich verlassen und dass ich sie auch dann umsetze und auf dieser Basis eben Entscheidungen treffe. Und was wichtig ist bei dem Begriff Gesundheitskompetenz ist, und das wird auch oft falsch verstanden, das ist nicht nur was Individuelles, sondern da gibt es zwei Seiten dabei. Die eine Seite, ja, das sind individuelle Fähigkeiten zum Beispiel oder individuelles Wissen auch. Auf der anderen Seite, also etwas zu verstehen, auf der anderen Seite braucht es dafür aber auch braucht es dafür auch, dass die Informationen so angeboten werden vom Gesundheitssystem oder in diesem Fall von der Arzt, vom Arzt, von der Ärztin, dass sie eben gut verstehbar sind und dass sie umsetzbar sind, dass ich weiß, was ich dann tun soll, dass ich beurteilen kann, wie ich es lesen soll zum Beispiel. Also es sind insofern sowohl die Patientinnen und Patienten gefragt, als auch alle, die Gesundheitsinformationen und jetzt egal, ob das in einer App ist oder auf Social Media oder im Internet oder eben im persönlichen Arzt-Patient-Gespräch, alle, die Informationen anbieten, dass die das so gestalten, dass die eben verstehbar sind. Ja? Mhm. Und da gibt es einfach eine ganze Reihe von guten Praxisbeispielen auch. Also was ich kann, ist eine tolle Möglichkeit auch, finde, ist, es gibt so diese Infografiken, diese Faktenboxen, gibt es in Deutschland zum Beispiel vom Gerd Gigerenz, ein Risikoforscher, der das initiiert hat und jetzt über die AOK, das ist eine Versicherung, eine deutsche, auch anbietet, aber man findet in der Zwischenzeit in manchen Bereichen, wo in solchen Infografiken ganz klar dargestellt ist, zum Beispiel jetzt Mammographie-Screening. Soll ich eine, was bringt es mir und was ist vielleicht auch der potenzielle Schaden, wenn ich eine Mammographie machen lasse? Ja, und dann wird das mit diesen Männchen da dargestellt, einmal in der Box 1000 Frauen, die ein Mammographie-Screening teilgenommen haben. Und in der zweiten Box 1000 Frauen, die nicht teilgenommen haben. Und dann ist markiert, wie viele Frauen davon, Todesfälle können verhindert werden. Mhm. Und da geht es dann auch darum, eben um natürliche Häufigkeiten, die da einfach grafisch gut verstehbar dargestellt sind, wo ich einfach dann auf dieser Basis eine gute Entscheidung für mich treffen kann oder eben auch gemeinsam mit dem Arzt, mit der Ärztin. Überwiegt für mich der Nutzen oder der Schaden? Liebe Marlene, danke für deine Zeit. Sehr gerne, danke dir für das Interview.